Willkommen zu Anstoß 3. Anstoß 3 ist ein Fußballmanager, wenn nicht sogar der Fußballmanager. Hat mittlerweile schon einige Jährchen auf dem Buckel, müsste so um das Jahr 2000 herausgekommen sein. Wurde damals im Hause Ascaron entwickelt, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt. Und erfreut sich großer Beliebtheit, einfach deswegen, weil das Spiel sich nicht zu ernst nimmt und man recht schnell durch die Saisons durchkommt. Genau, da es sich der großen Beliebtheit erfreut und auch noch ein Editor mit dabei liegt, gibt es immer noch eine Community, die Originaldaten erstellt, dass man auch mit den richtigen Namen und auch mit den aktuellen Kadern spielen kann. Wir spielen jetzt mit dem Datensatz 2015, 2016, also von der letzten Saison. Der von der neuen Saison ist schon in der Entwicklung. Dann würden wir gegebenenfalls ein neues Spiel starten, wenn der herauskommt. Der soll im September erscheinen. Mal gucken, wie schnell wir da vorankommen. Und wir beginnen jetzt einfach mal ein neues Spiel. In der ersten Folge werde ich ganz viel erklären zu dem Spiel. Und wir starten dann auch mit der Saisonvorbereitung. So, hier können wir Länder auswählen. Man hat die Wahl zwischen 5 Hauptländern. In diesen Ländern wird bis zur 3. bzw. 4. Liga je nach Land simuliert. Wir starten mal in Deutschland. Dort gibt es die 1. Liga, die 2. Bundesliga und die 3. Liga. Wie gesagt, da das Spiel ja schon recht alt ist, sind bei allen Wettbewerben natürlich auch noch alte Spielmodi enthalten. Das heißt, in Deutschland haben wir eine zweigleisige 3. Liga. Und dann können wir uns noch 4 Nebenländer auswählen. In diesen können wir dann später auch Vereine übernehmen. Hier wird dann nur die 1. Liga simuliert und in allen weiteren Ländern dann die Top 8 Vereine. Sind dann auch mehr Länder, als hier zu finden sind. Wir nehmen jetzt einfach mal mit dazu die größeren: England, Italien, Spanien. Und dann nehmen wir ruhig nochmal eine kleine mit dazu. Ja, dann können wir die Schweiz noch mitnehmen. Dann haben wir hier die Wahl zwischen 3 Spielmodi: die echte Managerkarriere, die Karriere mit Vereinsauswahl am Spielbeginn und die feste Spieldauer. Bei der echten Managerkarriere starten wir im Hauptland in einer der unteren Ligen, beziehungsweise in der untersten Liga. Und bei Karriere mit Vereinsauswahl am Spielbeginn kann man sich dann halt den Verein und gegebenenfalls die Nationalmannschaft, die man trainieren möchte, aussuchen. Und bei der festen Spieldauer endet das Spiel nach der Anzahl an Jahren, die man sich hier aussuchen kann. Wir machen die echte Managerkarriere, versuchen uns von unten nach oben zu arbeiten. Dazu ja, alleine. Und wir spielen mit unserem Manager, nennen wir ihn mal, weiß nicht, Klaus Müller oder so. So. Genau, jetzt können wir hier noch die Fähigkeiten verteilen. Die lassen wir jetzt einfach mal so, wie sie sind. Sind wir ein bisschen ausgeglichener Manager. Und man kann auch als Spielertrainer spielen, dann kann man sich hier noch seine Position festlegen. Und dann sagen wir jetzt nochmal hier irgendein Geburtsdatum, weiß ich nicht, 21.12. Machen wir uns ein bisschen jünger. Das jüngste ist 97, da man mit 18 Jahren starten muss. Wir starten ja mit 2015. Wir nehmen es einfach mal ganz zufällig 1986. Dann kann man hier noch einige Einstellungen machen. Die ersten beiden ist nur für Mehrspieler. Beim Spielplan nehme ich immer einen zufälligen im Editor, das heißt im Datensatz, den ich auch verlinken werde in den Kommentaren. Es sind auch die Originalspielpläne. Das Problem ist, in der zweiten Saison werden die dann quasi 1:1 wieder übernommen. Deswegen nehme ich hier immer zufällig, damit man da auch in den Saisons ein bisschen Abwechslung hat. Und hier sind dann auch schon unsere ersten 3 Angebote. Einmal der SC Preußen Münster, der 1. FC Magdeburg und der FSV Zwickau. Gut, Zwickau ist natürlich schon sportlich fragwürdige Finanzlage, kaum Fans, kleines Stadion und gerade erst aufgestiegen, wollen den Klassenhalt. Bei Preußen Münster verdienen wir auch schon ein bisschen mehr, die wollen aber unbedingt aufsteigen und Magdeburg möchte gerne im Mittelfeld landen. Ich würde ja schon fast zum 1. FC Magdeburg tendieren. Da stehen wir in der ersten Saison nicht gleich so unter Druck, dass wir aufsteigen müssen. Können uns hier nochmal den Spielerkader angucken. Die Stärken gehen von Stärke 1 bis Stärke 12.
Die Maximalstärke in der dritten Liga ist die Stärke 7. Von daher sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir können nochmal Preußen Münster, die ja aufsteigen wollen, dagegen halten. Das sind ein paar mehr Sechser mit drin, aber ansonsten finde ich das gar nicht so viel besser. Dann treten wir mal in Verhandlungen mit dem ersten FC Magdeburg. So, 2 Jahre können wir gerne machen. Meinetwegen kann der Verein auch eine Option haben. Ausstieg bei Angebot ist immer ganz nützlich. Wenn man ein Angebot von einem besseren Verein bekommt, dann kann man sofort gehen. Mal gucken, ob wir die Option reinkriegen. Hier vielleicht eine Erhöhung lasse ich mal drin. Die kostet einen natürlich auch immer recht viel, die Option. Hier sehen wir das vom Verhandlungspartner, wie begeistert der über unser Angebot ist. Irgendwann brechen sie dann auch die Verhandlungen ab. Okay, vielleicht können wir noch die Punktprämie noch ein bisschen erhöhen, dass wir da wenigstens noch ein bisschen was kassieren. Naja, so richtig optimal ist das jetzt nicht gelaufen. Der Verein hat eine Option, wir haben 2 Jahre. Mal gucken. Wir machen das trotzdem. So, wir machen natürlich alle Verhandlungen selber. Hier sind wir jetzt im Saisonstartmenü. Hier müssen wir jetzt erstmal alle wichtigen Verträge festlegen, beziehungsweise auch die Eintrittspreise. Wie ihr seht, das Spiel ist von 2000, aber hier ist trotzdem das Eurozeichen drin. Es wurde, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hat es einer endlich geschafft, das D-Mark-Zeichen durch das Eurozeichen zu ersetzen. Das war eigentlich nicht für möglich gehalten, dass das überhaupt geht, aber es wurde jetzt doch geschafft. Und ja, mittlerweile durch die ganzen Preisexplosionen passt es ja auch ganz gut. Die damaligen D-Mark-Preise entsprechen jetzt sehr gut den Euro-Preisen. In der dritten Liga haben wir nicht so viele Zuschauer, deswegen lasse ich die Eintrittspreise mal so, wie sie sind. Können bei der Dauerkartenermäßigung ein bisschen runtergehen, dass wir da vielleicht ein bisschen was noch verdienen. Die Kalkulation lasse ich eigentlich immer weg. Jetzt haben wir hier 2 Sponsorangebote. Hier ist es eigentlich immer ganz empfehlenswert, erstmal so, bis man sich nicht mehr weiter traut, mit denen zu verhandeln, dass man dann anschließend die Angebote gut vergleichen kann. Gucken, dann lohnt es sich halt immer, das reinzunehmen, was wir erreichen wollen. Das ist der Grundbetrag, den Zuschauerschnitt. Dann sage ich jetzt, ja, wir schaffen die 3000 Zuschauer, haben ja gutes Fanaufkommen. Den Rest weiß ich nicht, ob wir überhaupt im Pokal spielen. Und dann sehen wir, hier ist Ergo der bessere. Verdammt. Ja, das war jetzt nicht gut. Dann müssen wir jetzt doch die Flyer jetzt nehmen. Falsch gedrückt. Das fängt ja schon mal wieder gut an. Dann haben wir jetzt hier die Banden. Wir können uns entweder mit einer Agentur einigen oder mit den einzelnen Firmen selbst dann verhandeln, wie viele Banden, die Anzahl der Dauer. Ich mache eigentlich immer dann die Agentur. Das geht dann immer schneller. So, gleich jetzt beim Ausrüster. Und bei den Fanartikeln, die können wir auch selber machen. Da sind die Fanartikel, die es derzeit gibt. Derzeit gibt es vom 1. FC Magdeburg Trikots, Fahnen, Schals, Bettwäsche, Klopapier und Regenschirme. Hier kann man dann noch weitere Mitarbeiter einstellen. Die Einkaufsleiter kaufen ein. Da muss man das nicht selber machen. Und der Marketing-Spezialist entwickelt neue Fanartikel. Auch hier nehme ich eigentlich dann immer die Agentur. Muss ich mich dann nicht drum kümmern. Okay, Manolo für 66.000. Dann hier kann man einstellen den Platzwart. Hier gibt es einmal das Schaf, den Rentner und den Rasenmähertypen kostenentsprechend. Ich denke mal, hier können wir auch Kosten sparen. Nehmen wir einfach das Schaf für 12.000. Mannschaftsprämien lasse ich eigentlich auch immer, wie sie sind. Dann die Versicherung mache ich in der Regel nur bei Risikospielern, denn wenn wir jetzt alle versichern würden, 120.000, das geht eigentlich noch. Risikospieler sind Spieler, die sich häufig verletzen. Ups, die nehme ich dann eigentlich immer mit rein. 184.900 müssen wir auch noch sowieso für die Grundversicherung nehmen und 10.000 nehmen wir jetzt einfach für die Zusatzversicherung. Dann kann man sich hier noch einstellen, wie man zu den Auswärtsspielen reist, mit dem Zug, mit dem Bus oder mit dem Flugzeug. Wir sind ein armer Drittligaverein und deswegen müssen wir Geld sparen. Dann Rechtsanwälte. Kriegt ein Spieler von uns eine rote Karte, dann kommt es zu Verhandlungen, wie lange dieser Spieler gesperrt ist und ja, hier gibt es dann die 5 verschiedenen
Rechtsanwälte. Ich nehme dann eigentlich immer so einen mittleren. Je besser der Rechtsanwalt, desto teurer natürlich auch immer die Verhandlung, wenn man Einspruch einlegt. Und desto schlechter, desto geringer sind natürlich die Erfolgsaussichten. Dann die statistische Abteilung gibt uns, wie viele Statistiken wir dann im Reiter Statistik angezeigt bekommen. Das heißt, je mehr Geld wir in Statistiker investieren, desto mehr desto mehr Statistiken bekommen wir angezeigt. Weil Statistiken sind langweilig, bekommen wir, glaube ich, nur ganz grundlegende, wie die aktuellen Tabellen angezeigt. Ich denke mal, den Rentner mit PC können wir hier nehmen, um so ein bisschen was zu haben. Dann gibt es hier noch die Computerabteilung, die man sich aussuchen kann. Nur Aska auch und rückwärts. Dort kann man dann Spieler suchen. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Die mache ich einfach mal an. Kostet 200.000. Das ist nicht günstig, aber ist schon einiges wert, wenn man dann bestimmte Spielertypen sucht. So, wir gehen hier mit einem kleinen Gewinn vielleicht raus. So richtig aussagekräftig ist das noch nicht. Hier, wenn man hier drauf klickt, dann gibt es Auflagen des Verbandes. Wenn die Vereine natürlich knapp ihre Lizenz bekommen, dann sie zu wenig Geld haben, können hier Auflagen verhängt werden. Wir können Geld spenden, entweder an guten Zweck. Das macht uns etwas beliebter. Oder auch an andere Spieler, wenn wir mit anderen Spielern spielen würden. Und dann gibt es noch, ja, Illegales. Wie gesagt, das Spiel nimmt sich nicht so ernst. Wir können hier Schiedsrichter beeinflussen. Wir können Geld in die eigene Tasche bringen. Wir können Geld in die Bilanz bringen. Wir können bei mehreren Mitspielern Anschläge ausüben. Wir können unsere Gegner bestechen. Wir können Gegner eines anderen Teams aufstacheln, gegnerische Spieler bestechen. Und wir können hier Geld in die schwarze Kasse bringen. Also wenn wir jetzt hier sagen, 5% aller Zuschauereinnahmen, die gehen nicht in die Bilanz des Vereins, sondern erstmal direkt in unsere schwarze Kasse, mit denen wir hier dann einiges machen können. Wir können das Geld aus der schwarzen Kasse dann auch an unser Privatvermögen bringen. Wir können auch dem Gegner bei Pokalspielen Geld vorenthalten. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Okay. So, die Kalkulation haben wir jetzt soweit abgeschlossen. Dann brauchen wir noch einen Co-Trainer. Hier nehme ich immer ganz gerne Motivationskünstler. Gut, die teuren Lucien Favre ist ein bisschen zu teuer für uns. Gucken, ob wir hier den... Nehmen wir mal den Holger Fach. Wir können jetzt hier die Vertragslaufzeit auswählen. Wir können mit dem Geld hochgehen. Wenn man auf 5 Jahre setzt, dann lehnen sie selten ab. Sagen entweder nur zu ihren Bedingungen, wie viele Jahre, wie viel Geld sie wollen, oder nehmen das sofort an. Er nimmt sofort an. Und dann brauchen wir noch einen Torwarttrainer. Dann, hier ist eigentlich egal. Es kommt eigentlich dann nur auf die Stärke an, auf die Kompetenz. Nehmen wir uns dann hier mal einen 7er. Das hier ist der günstigste. Dann kriegen wir ihn auf 42.000 runter. Ne, 60.000 und ein Jahr ist okay. Okay, dann, wie viel Geld investieren wir in die Amateurabteilung und in die Jugendarbeit? In der Amateurabteilung kommen immer mal wieder zufällige Spieler hoch mit zufälliger Spielstärke. Die sind aber helfen in der Regel nicht sonderlich weiter. Deswegen investiere ich nichts in die Amateurabteilung und in die Jugendabteilung ist sehr wichtig. Aber da wir auch nicht so auf Rosen gebettet sind, können wir hier leider auch nicht so viel Geld investieren. Hier könnte man nochmal die Statistiken und die Anreise auswählen, außerdem die Zusatzversicherung nochmal alles machen. Konditionstrainer gönnen wir uns einfach mal ein. Kapitän lasse ich immer wählen von der Mannschaft und bei den Rückennummern schaue ich immer, ob hier irgendwie nicht doppelte Rückennummern vorhanden sind, ansonsten passt das schon. Achso, und was wir auch ändern können, sind die Trikots. Heimtrikot, Auswärtstrikot lassen wir mal so, wie es ist. Und damit sind wir dann durch diese Kalkulation auch schon mal durch. Hier gibt es dann nochmal die Zusammenfassung. Unser Hauptsponsor, da habe ich gepatzt. Dann unser Ausrüster, Fanartikel, Co-Trainer, Torwarttrainer. Und unser Kapitän ist Marius Sowislo. Hier gibt es dann nochmal Übersicht zu Saisonbeginn in Deutschland. Einmal, wer an der Champions League und wer an der Europa League teilnimmt. Sowie Auf- und Absteiger. Das gleiche auch für die anderen Ligen, die simuliert werden. So, nationale Pokale, lache ich mal schnell, nehmen wir leider nicht dran teil. Genau, hier sind nochmal alle Spiele, sind auch immer Erstligisten, Zweitligisten, es sind nicht alle Drittligisten mit dabei, wir deswegen auch nicht, sondern ich meine nur die Besten und der Rest wird dann mit Amateurmannschaften aufgefüllt. Ligapokal findet statt noch nach den alten Regeln natürlich.
Und Champions League Quali ist immer eine Runde und Europameisterschaftsqualifikation wird auch gemacht. Man kann später auch noch Nationalmannschaften trainieren. Wenn man gut ist, bekommt man dann entsprechende Angebote. So, hier haben wir die Transferliste. Hier stehen einige Spieler drauf. Das wird für uns später interessant. Autosave ist auch immer ganz wichtig. Ja, und jetzt sind wir hier in unserem Mannschaftsaufstellung-Bildschirm. Genau, da können wir jetzt dann mit den Einstellungen fortfahren. Einmal die Taktik spiele ich. Man hat hier diese 7 Taktiken zur Auswahl. Verschiedenste lustige Sachen. 4-2-4, 4-3-3 und ich spiele eigentlich immer ganz gerne im 4-4-2 mit Raute. Man kann sich die aber auch selber noch lustig hin und her schieben, wie man das möchte. Wenn ich jetzt also, weiß ich nicht, mit 5 Stürmern spielen möchte, kann ich das ohne weiteres tun. Ah, jetzt hat er das. Moment. Klick, klick, zack. 4-4-2 kann man jetzt auch spezielle Aufstellungen machen. Ich kann Spieler auswählen, die immer aufgestellt werden, Spieler, die nie aufgestellt werden. Ich mache eigentlich mal gerne Aufstellungen durch Co-Trainer. Aktuelles System, dann stellt er in der Regel die stärkste Mannschaft auf. Wie gesagt, in der Regel, man muss immer noch mal ein bisschen kontrollieren. Es ist natürlich auch sinnvoll, auch mal ein bisschen zu rotieren, damit auch weitere Spieler dann Spielpraxis bekommen. So, das hier wäre dann unser nächster Gegner. Dann die Taktik. Kontrolliert offensiv, finde ich eigentlich immer ganz gut. Die Positionstreue können wir ein bisschen höher stellen und ich erstmal ein bisschen sicheres und kürzeres Passspiel machen. Dann die Trainingsgestaltung. Lasse ich auch immer gerne durch den Co-Trainer machen. Wahrscheinlich, wenn man sich damit intensiver auseinandersetzen würde, dann würde man da sicherlich auch bessere Ergebnisse erzielen. Dann Einzeltraining, lasse ich immer vorm schlechte Spieler nochmal einzeln trainieren. Das kurzfristige Training ist das Training, was jetzt in dieser Woche stattfindet. Das ist Zweikampf. Das hier sind die einzelnen Trainingseinheiten. Auch hier könnte man nochmal einiges ändern. Dann gibt es Fähigkeiten der einzelnen Spieler. Grün heißt, das können sie besonders gut. Das heißt, Glinka hat sehr gute Reflexe, ist aber schlecht im Herauslaufen. Die schlechten, wenn die einmal durchtrainiert sind, verschwinden sie. Das sind auch standardmäßig schon die schlechten ausgewählt. Und bei den anderen können wir jetzt noch aussuchen. Nicht bei den Torhütern, dass ich immer gerne Reflexe trainieren. Das kann ich aber gleich dann auch außerhalb der Aufnahme machen. So, bevor wir zum Jahreskalender gehen, würde ich gerne gucken, ob wir Geld haben. Wir haben ein Vereinsvermögen von 1,06 Millionen Euro. Das ist nicht sonderlich viel. Wir haben ein Kreditlimit von 3,5 Millionen und damit können wir insgesamt noch 4,56 Millionen investieren. Ich komme hier sehr ungern nur ins Minus. Einfach aus dem Grund, dass wir dann Zinsen bezahlen müssen und Zinsen sind ganz schön teuer. Deswegen versuche ich immer, das aktuelle Vereinsvermögen im Plus zu halten, auch wenn man mehr investieren könnte. Später, wenn man zu viel Geld hat, kann man das Ganze auch noch, also kann man sich auch als Aktiengesellschaft umwandeln. Dazu muss man aber mindestens in der zweiten Liga spielen. Man muss in 3 Jahren hintereinander außerdem Gewinn machen. Hat dann später einfach den Vorteil, dass man 200 Millionen, glaube ich, bekommt. Direkt aufs Vereinsvermögen dazu. Okay, also das sieht nicht so rosig aus. Das heißt, ein Trainingslager lassen wir erstmal weg. Hier sind wir in unserem Jahreskalender. Hier können wir Freundschaftsspiele und so weiter veranschlagen. Ich mache eigentlich immer ganz gerne abwechselnd Turniere und Freundschaftsspiele, einfach, dass wir ein bisschen Spielpraxis bekommen. Hier sehen wir auch eine Eingespieltheit, dass wir die möglichst hoch bekommen. Maximalwert ist bei 20. Moment, so, da. Trainingslager, wie gesagt, haben wir kein Geld. Turnier, kann man eigenes Turnier veranstalten, dann können wir Vereine einladen. Bei den Turnieren macht man allerdings nur mäßig viel Gewinn. Deswegen gehe ich auch immer gern zu anderen Vereinen. Wobei eigentlich ist. Okay. Dann haben wir Freundschaftsspiel, was wir machen können. Hier gibt es Vereine, da müssen wir Geld bezahlen, bei anderen haben wir eine Einnahmeteilung. Das heißt, gegen Braunschweig können wir zum Beispiel einfach so spielen. Dann sollten wir einen Jugendtag veranstalten. Wenn wir Glück haben, bekommen wir dort einen neuen Jugendspieler. Fanclub-Treffen ist recht wichtig, sonst fühlen sich die Fans immer lang. Die Sponsoren wollen auch einmal getroffen werden. Die können uns dann nach der Hinrunde einmal so eine Bilanz bringen, wie die Saison ihrer Meinung nach gelaufen ist. Und dann machen wir ja am Saisonende auch nochmal ein Fanclub-Treffen.
Tag der offenen Tür, freuen sich die Fans. Vereinsfest ist auch mal ganz nett. Italienisch essen gehen, wenn wir zerstrittene Spiele haben, besteht die Chance, dass sie sich dort wieder vertragen. Verbandsfest bringt eigentlich nicht viel. Okay, dann haben wir hier eine Pause, dann können wir hier nochmal ein Turnier machen. Ja, in Regensburg. Dann machen wir nochmal ein Freundschaftsspiel und dann nochmal eine Woche Pause, bevor es dann ernst wird. Bochum kann man nehmen. Soweit dann erstmal zur Planung. Winterpause können wir dann nochmal durchplanen. Das sind die Termine in dieser Woche. Da waren wir schon. Hier sind wir wieder in diesem, können wir wieder fleißig kalkulieren. Aktuell haben wir sehr guten Gewinn. Das wird sich aber noch ändern. Dann haben wir hier unseren aktuellen Kader. Wir spielen mit einem 4-1-2-1-2. Ich habe eigentlich mal gerne jede Position doppelt gesetzt, Torhüter auch gerne 3. Das heißt, das passt soweit. Hier haben wir 5 Verteidiger. Hier kann man sich dann nochmal das Alter nochmal genau angucken. Die Stärke und das Talent ist immer sehr wichtig. Das Talent bestimmt, wie stark die Spieler am Ende werden können. Die Stärken gehen von 1 bis 12. Und bei keinem Talent ist die Maximalstärke 8. Bei kleinem Talent 9, Mittel 10, großes Talent Stärke 11. Und nur die mit riesigem Talent können die Maximalstärke 12 erreichen. Gut, der hat überhaupt gar kein Talent, das heißt, den brauchen wir dann auch nicht zu verleihen, den können wir dann direkt verkaufen. Linksverteidiger haben wir 2, Rechtsverteidiger haben wir 2. Einen rechten Mittelfeldspieler wäre vielleicht noch nicht schlecht. Der hat natürlich noch Entwicklungspotenzial, der ist gerade mal 20 Jahre alt. Da besteht noch die gute Chance, dass der sich verbessert. Dann haben wir hier 2 linke Mittelfeldspieler. Defensiv können wir uns auch von einem trennen. Gucken wir hier auch nochmal wieder durch. Kein Talent, kein Talent. Auch kein Talent. Gut, der hat mit 4,7 aktuell das Schlechteste, verdient außerdem auch mit am meisten. Dann setzen wir Kruschke nochmal auf die Transferliste. Und Stürmer wäre einer vielleicht auch nicht schlecht. Also rechter Mittelfeldspieler und Stürmer. Richtig Geld haben wir eigentlich auch nicht, dass wir uns da was leisten können. Dann sehen wir hier unsere... Ui! Da sehen wir dann gleich unsere, das ist ja krass, Jugendspieler. Wir können ihnen einen Vorvertrag geben und mit 17 Jahren können wir sie auch fest in unsere Mannschaft verpflichten. Und wir haben hier gerade das Glück, dass wir tatsächlich einen mit riesigem Talent haben. Wir können ihnen einen Vorvertrag geben. Das machen wir auf jeden Fall. Vorvertrag heißt, dass der Spieler nicht wechseln kann. Ansonsten könnten die Jugendspieler auch wechseln. Man kann hier Jugendspieler abwerben. Ups. Jugendspieler abwerben. Das können die anderen Vereine natürlich auch machen. Und dann haben wir gleich ein riesiges Talent. Linker Mittelfeldspieler. Huch, warum habe ich den Kruschke aufgesetzt? Das war doch falsch. Löhmannsrüben. Der ist der Älteste. Aber auch der Stärkste. Aber gut, diese macht keinen großen Unterschied. So, Jugendspieler waren wir. Ja. Ich lasse den erstmal noch drin. Hoffe, dass der, wenn man auf Fördern geht, besteht nochmal die Chance, dass er dann nochmal seine Stärke mit Zufallsereignissen verbessert wird. Und am Ende des Jahres werden dann die Spieler auf- und abgewertet. Vorher werden wir ihm dann einen Vertrag geben. Okay, dann die Amateurspieler. Hier haben wir einen Torwart. Ja, Stammspieler, 26, die Stärke ist, wie gesagt, Zufall, kann man sich in der Hilfe angucken, es geht, wird jetzt wahrscheinlich alles zu weit, hier sind dann die Wahrscheinlichkeiten, welche Wahrscheinlichkeit er welche Stärke hat, das heißt, er wird wahrscheinlich so Stärke 2 bis 3 sein, das bringt uns natürlich nicht sonderlich weiter, ist auch der Grund, warum ich dann in Amateurspieler nicht gerne investiere. Hier haben wir dann die Übersicht über unser Stadion, Sitzplätze, Stehplätze, Dach, Ausstattung. Und hier die Rasenqualität. Hier können wir noch einige Sachen einstellen. Das ist erstmal nicht so wichtig. Dann das Vorstandsvertrauen ist mit 84%. Wir können eine Aussprache suchen, dann verbessert sich das erstmal. Gespräch verlief sehr konstruktiv, bekommen 5% Punkte drauf. Dann sind wir jetzt bei 89%. Hier haben wir die Statistiken. Wir spielen in der dritten Liga Nord. Sollen ja im Mittelfeld bleiben. Hier ist unser privater Bereich. Hier sehen wir unsere Vertragslaufzeit, die Option des Vereins.
das Ziel unser Verdienst, ob wir Nationaltrainer sind, und hier können wir uns auch noch viele Sachen angucken. Wir haben ein privates Vermögen von 10.000 Euro. Hier kann man sich dann noch schöne Sachen wie Autos, Wohnung und Hobby dazu leisten. Man kann später auch heiraten. Genau. Und wenn man dann später zu viel Geld hat, kann man das Ganze natürlich auch in Aktien investieren, zum Beispiel in andere Vereine. Hat den Vorteil später, dass man eventuell den Manager entlassen kann. Oder wenn man viele Aktien von seinem eigenen Verein besitzt oder wo man gerade angestellt ist, dann wird man natürlich nicht unbedingt gefeuert, da man ja doch auch einiges dann aussagen kann. Man kann aber auch in Firmen investieren. Das sind alle Firmen, die hier als Sponsor auftreten können. Oder wenn man das Glück strapazieren möchte, kann man auch wetten. Okay. Wir sind jetzt bei 25 Minuten. Die erste Folge dann ein bisschen länger. Ich muss mal gucken, wie lange ich die Folgen mache. Wir wollten jetzt ja noch wohl rechten Mittelfeldspieler, können wir glaube ich erstmal drauf verzichten. Da brauchen wir kein Geld für investieren. Ja, ich hoffe erstmal, dass ich die Spieler noch loswerden kann, dass wir hier noch ein bisschen Geld bekommen. Und dann können wir mal schauen. Wir können auch mal gucken, welche Verträge hier auslaufen. Handke, Stärke 5. Kein Talent können wir eigentlich. Kein Talent. Nö, mit denen warten wir auch nochmal mit der Vertragsverlängerung. Dann würde ich mich aus der ersten Folge erstmal verabschieden. Und in der nächsten geht's dann richtig los.